doesn't matter whether you call it a god, you call it a bear. Whatever happens, our destiny. You better learn to flow just like the rivers do. Instead of being summoned, just fighting against the current. Maybe you're gonna be happy like this. Ich bin der Sigi, ich leite das Camp jetzt schon gut 5000 Tage und lebe hier fest. Ich bin der Gary, ich surf ganz gerne und ich bin Stammgast beim Sigi und helfe ein bisschen mit und es ist super hier, super Location. Also wir können halt maximal 25 Leute unterbringen und haben so im Schnitt 300-400 Gäste im Jahr. Das ist dann auch der Vorteil. Ja, es lebt halt auch davon, dass die Leute wiederkommen, beziehungsweise dass du halt einen Stammkundenkreis dann hast und nicht immer wieder nur einen Durchlauf hast von neuen Leuten. Ja. Die Highlights sind auf jeden Fall mal das Surfen. Also die Insel ist wirklich gut geeignet zum Surfen und das ist auch gleich hier hinterm Haus ein super Break. Also für die Fortgeschrittenen, für die Anfänger ganzjährig auf jeden Fall. Und ja, es gibt eine super Anlage hier, man sieht den Pool. Ja. Absolut saubere Zimmer, das ist vielleicht nicht in Surfcamps nicht so, nicht überall üblich. Und ja, auf jeden Fall eine Menge Spaß. Man hat hier einen Haufen Rahmenprogramm. Also die Stadt ist ein paar Schritte bloß entfernt und da gibt es ja quasi alles. Also, und man braucht kein Auto, also man kommt da ganz easy hin und zurück. Die besten Monate ist nach dem Sommer. Also kannst du sagen, von September ab bis Dezember ist halt das Wasser noch sehr warm und man kriegt so richtig fette Winterswellen ab. Die drei besten Wellen für die Gäste? Ja. Also auf jeden Fall ein Highlight ist Mahanicho. Ja. Dann Flag Beach ist natürlich super und Cotillo auf der Westküste. Okay. Ja, ihr habt hier nebendran eine Kletterwand, wir haben einen Skatepark, gegenüber hat es eine Tauchschule, Schnorchelschule, wir können Jetski fahren im Hafen, kiten, Motorbiken, Bordfahren, die ganzen Fahrsportarten im Prinzip. Und das alles 2 Minuten zu Fuß zu erreichen.